Es scheint so, als trüge selbst das Tal Tiroler Tracht. Rot, die Landesfarbe, lockt uns auf den Berg hinauf. Und die Begrüßung lässt der Hausherr sich nicht nehmen. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Hof zum Berge. Unser Lieblingsplatz zwischen Hildesheim und Alfeld. Wir haben die Ehre. Und zum Glück Appetit, Brotzeit. Mach mir mal bitte Kaffee einschalten. Ja. So, bitte sehr. Eine Jause gehört für Karl Werner Möller Hof zu Berge und seinen Lebenspartner Michael Lindemann zum Hüttenleben einfach dazu. Genuss pur. Gib mir noch mal das Brot, bitte. Ja. Danke sehr. Ich gehe unten durch das Tor und habe das Gefühl, links und rechts stehen zwei Staubsauger und die saugen mir alle Sorgen und alle Gedanken aus dem Kopf. Und wenn ich dann hier oben bin, ist es in einer ganz anderen Welt und dann konzentriert man sich auf das, was man hier so tun möchte. Den Ausblick genießen zum Beispiel. Eine wahre Wonne. Bei guter Sicht bis auf den Brocken und auf die sieben Berge. Unten im Tal liegt Sibbese, gerade weit genug weg. Wir laden uns immer wieder Gäste hier oben her ein und haben auch hin und wieder Feriengäste, die es einfach genießen, mal fernab von der Zivilisation, auch ohne Handy und ohne Computer, mal glückliche Tage zu verleben. Übernachten kann man hier natürlich auch, in einem der sechs Betten. Richtig aus Tirol stammt aber nur das Holzhaus. Das kam 1970 mit dem Tieflader hierher. Es geht ja nicht nach Punkten, ist ja nicht so schlimm. Der Hannoveraner hat die Tracht und seine Liebe zu Tirol im Urlaub entdeckt. 2015 dann darf er das Wochenendhaus übernehmen. Seit 7 Jahren spielt sich die Freizeit der beiden nun zwischen Wald, Wiese und Nutzgarten ab. Ohne fließendes Trinkwasser, Strom liefert nur die Solaranlage. Der reine Luxus hingegen, die Küche im Keller. Kochen und Backen ist ihre gemeinsame Leidenschaft, auch abseits vom Alltag. Dieser Ort ist mein Lieblingsplatz, weil er so einmalig ist. Weil man das nicht so häufig findet. Ein Schrebergarten in einer Kolonie ist etwas ganz anderes. Und ein modernes Luxushaus, was ich mir irgendwo hinsetze, hat nicht diesen Ursprung von diesen Traditionen, die wir hier pflegen. Ja. Ost. Karl Werner Möller Hof zum Berge hat hier einen Ort gefunden, der zu ihm und seinem ausgefallenen Nachnamen passt. Fernweh, etwa nach Tirol, verspürt er nicht mehr.